3 plus 3 ist 7. Oh, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, einzuschalten beim neuesten Projekt Bau eines Eichentisches. Im letzten Teil konntet ihr sehen, wie mit verschiedensten Werkzeugen die Rinde entfernt wurde, eine halbwegs gerade Oberfläche gemacht wurde und das Splintholz weggeschnitten, die Grobbearbeitung, damit man überhaupt weiß, was man vor einem liegen hat. Und das wird jetzt im nächsten Teil hoffentlich weiter bearbeitet. Wie es genau weitergeht in Teil 2, weiß ich nicht, denn diese Ansage mache ich jetzt schon, bevor der Teil 2 eigentlich geschnitten wurde. Es ist sehr kompliziert. Auf jeden Fall ist es so, dass im zweiten Teil wahrscheinlich der Tisch, die Platte schon etwas mehr Fortschritt haben wird. Und ihr werdet vielleicht schon sehen, wie die Beine eingestemmt werden oder ähnliches. Oder man sieht noch viel weniger und ja, lassen wir uns einfach selbst überraschen, ich weiß es auch nicht. Und da jetzt... Wie man da unschwer erkennen kann, habe ich das jetzt alles mit so einem Polyester-Polyfeinspachtel. Das mache ich dann auch, aber das werdet ihr dann eh sehen, weil ich muss da sicher noch zweimal kitten. Und beim ersten Mal kitten, das habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht. Und somit hat das keiner gesehen. Aber jetzt will ich das einmal grob abschleifen und dann kann ich mir die Schwalbenschwänze. So schaut's aus, wenn man es jetzt das erste Mal polyestert hat. Also die ganzen groben Risse sind einmal verschlossen. Und jetzt wird geschliffen. Ah, und zusätzliche kurze Info für die Leute, die was vielleicht sagen, bei mir schaut's aus, ich lege innerhalb der nächsten 5 Jahre Fußboden und tue die Wände verkleiden. Also dann wird es schein. 5 Jahre ist ja nichts im Vergleich zu 100 Jahren. Fertig schleifen tue ich das jetzt ohne Kamera, weil das meine ganzen Geheimtricks nicht keiner lernt. Und die würde ich für mich behalten. Nein, das dauert eh ewig lange jetzt. Also jetzt habe ich alles einmal mit einem 60er wieder abgeschliffen wieder. Jetzt sieht man da besser, wo noch was gekittert gehört. Das werde ich gleich zeigen. Jetzt werden die Schwalbenschwänze dort eingestemmt, wo das Holz einen Riss hat und wo ich glaube, der wird im Laufe der Zeit weiterreißen. Dort tue ich das immer rein. Das ist bei dieser Tischplatte relativ häufig der Fall. Noch 2 Schwalbenschwänzen einsteigen ist eigentlich für mich genug. Aber da habe ich wahrscheinlich mehr als Dornheit. Da ist schon gekittet und da muss ich noch nachkitten. Entweder ist ein Schleifen rausgebrochen oder es war gar keiner drinnen. Dann da dasselbe, das wird alles nachgekittet. Und wenn man das ölt, sieht man, das, wie dunkler es wird. Und dort sage ich jetzt, da schaue ich da runter, dieser Riss da, der geht da durch und da bis runter. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall einen Schwalbenschwanz einstemmen. Das würde ich gleich markieren so. Dann dieser Riss, der geht durch, da muss auf jeden Fall einer her. Und hier dasselbe. Da würde ich da einen reingeben. Und hier schaut es auch sehr kriminell aus. Ich habe mir da jetzt verschiedene Stechbeitel hergeben. Stemmeisen 26 mm, 18 mm, 14 mm und dann 10 mm. Jetzt denkt ihr euch, warum warst du das so schnell? Weil es da oben steht. Also ich bin jetzt keine Millimeter-Erkennungsmaschine. Jetzt würde ich mir das mit einem neuen Stanley-Messer, also ein Bleistiftstrich, habe ich in der Vergangenheit festgestellt, wenn ich sowas gemacht habe, zu dick für mich ist. Dann habe ich eine Zeit lang mit spitzen Nägeln angerissen und jetzt bin ich übergegangen zu Stanley-Messer-Strichen. Da suche ich mir natürlich auch schöne Schwalbenschwänze raus und ich schaue dadurch, dass ich die mit Stemmeisen putzt habe, dass die schiefe Seite nach unten geht, damit sich das richtig verkeilt, falls ich nicht genau gearbeitet irgendwo habe. Jetzt setze ich mir den da an. Jetzt lege ich mir den natürlich genau so her. Am besten ist, man macht sie irgendwo ein Zeichen, dass ich weiß, wie er reingehört nach dem, weil dann fällt er runter oder was und dann verdreht sich das alles. Die Lenkseiten. Und da kann man auch gleich sehr gut in die Rillen vom Stanley-Messer hineinfahren. Also quasi kann man sie dort andocken, wie der Captain Kirk sagen würde.
es ist auch sinnvoll, wenn die Stemmeisen frisch und scharf geschliffen sind. Das ist bei mir der Fall. Rasiermesser scharf. Theoretisch könnte man sich da eine Schablone für die Oberfräse machen und ziemlich grob schon alles ausfräsen und die Feinheiten, die Rundungen, also die Ecken mit einem Stemmeisen machen. Aber wenn man sich so eine Schablone macht, sollte man die auch gleich mit einer Schablone herstellen. Ich tue da ein bisschen unterstemmen, das heißt, ich halte die Stemmeisen so ein bisschen schräg und stemme so leicht hinein, damit, weil die Leimfläche halt eigentlich eh nicht die Grundfläche, weil das Hirn halt da halt nichts. Man könnte auch mit einem Grundhobel, wenn man einen kleinen hat, die Unterfläche relativ schön plan machen dann am Schluss. Wenn man dann schon in einem sicheren Hafen ist, quasi in dieser Tiefe da, kann man schon ein bisschen fest auf Stemmeisen draufhauen. Halt. Ja. Okay, passt sehr genau. Ich werde den aber jetzt nicht mit Gewalt jetzt reinschlagen und dann blöd schauen, weil ich ihn nicht mehr rauskriege. Also ich gehe noch einmal eine Stufe, gehe ich noch runter. Da ist jetzt der Eingestemmte und da passt der jetzt genau hinein, wie man das sieht. Den Rest wird dann der Leim und der Staub errichten. Jetzt werde ich mal die nächsten einstemmen. Der nächste kommt daher. Den werde ich mir jetzt wieder anzeichnen. Erst wenn ich alle eingestemmt habe, werde ich das verleimen. Wieder eine Markierungszeichnung, damit ich weiß, XX. Jetzt zeige ich noch kurz eine andere Methode. Man kann mit einem Forstnerbohrer, kann man gute Tiefe kontrollieren da. Also ziemlich bündig mit dem Forstnerbohrer. Bohre ich mir das aus. Jetzt werden wir schauen, ob das so besser geht. Also für mich jetzt, glaube ich, momentan nicht unbedingt eine Erleichterung, da machen wir da eine Bohr. Also es ist relativ jedem überlassen. Natürlich, wenn ich jetzt so unterstehe wie ich und man nimmt dann von der Platte noch 5 mm Material weg, ist das blöd, weil dann sieht man das. Aber ich nehme da nicht mehr minimalen Abtrag. Okay, also wenn man das mit dem Forstbohrer einbohrt, hat man den Vorteil eigentlich, dass man sich nach der Tiefe orientieren kann. Weil die Bohrungen sind ja relativ genau. Passt auch ganz genau. Aufgrund von, weil bei meiner Kamera, ich habe wenig Akku, werde die Kamera jetzt abdrehen und werde die restlichen Schwalmschwänze so einstemmen. Also ich will nicht schummeln und will jetzt mit einer Maschine weiter tun. Ich habe gar nicht irgend so eine Schwalbenschwanz-Einstemm-Automatik-Maschine. So, jetzt werde ich die alle neben hinlegen. Jetzt
geht sehr gut so mit der, so rausgewahren, wie man bei uns sagt. So, mein Leim-Zauberspruch. Leim, Leim, Leim. An die Wangen schön andrücken. Da nehme ich relativ viel Leim. Leim, Leim, Leim. Weil es ja unten wahrscheinlich nicht 100% passend ist. So, und der kommt da rein. Und jetzt werde ich dann zwingen, ansetzen probieren. Naja, zwingen bringt schon was, sehe ich da gerade. Der drückt den schon sehr nach unten. So, wieder mein Leim-Zauberspruch. Leim, 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 Leim. Vielleicht probiere ich das mit einem Eisenhammer. Das ist, glaube ich, mehr zum Empfehlen. Also unbedingt einen Zwinger, aber man glaubt, da braucht man keinen, aber es ist sehr von Vorteil. Da sind mir schon wenig die Zeichen ausgegangen, was ich mache, damit ich mich auskenne, wie er quasi angezeichnet war. Jetzt habe ich da schon ein Herzl hergemacht. Da soll noch einer sagen, beim Tischlern ist keine Liebe und kein Herz dabei. Also das mehr Herz geht gar nicht wie ein Herz. Und der letzte. So, und dann zwingen ansetzen. Da sieht man gleich, wie es den Leim in den Riss da hineindruckt hat. Der Kit-Teil. Zum Kitten brauche ich irgendeinen Gegenstand, wo ich einen Kit anmache. Den Kit selber und einen Härter. Jetzt nehme ich das da so raus einfach. So. Das war jetzt auf jeden Fall zu viel Härter, aber das ist auch kein Problem. Das mache ich gleich zu in die Dosen, weil das stinkt fürchterlich. Jetzt mische ich das so. Puh. Teufels Zeug. Jetzt schmiere ich da das überall rein, wo noch Risse sind. Also da ist jetzt der Riss. Die gröberen Löcher da vom Hobeln, da wird man nicht viel überbleiben wie Kitten, weil das schaffe ich nie und nimmer, dass ich die bündig schleife. Die Wurmlöcher, weil schon ein, quasi an der Rinde war, sind da Wurmlöcher, die lasse ich natürlich, weil das sowas ist ja immer was Schönes, meiner Meinung. Da komme ich gar nicht gescheit her noch jetzt mit Zwingen, aber ich muss das sowieso nochmal. Also ein dritter Kit-Durchgang ist auf jeden Fall erforderlich. Wie der Herrgott die Welt geschaffen hat, glaube ich, das war so eine langwierige Arbeit für so einen Tisch. Du musst ja auf alles schauen. Jetzt darf er da ziemlich alles verkittet sein. Jetzt sind die Schwalbenschwänze drinnen. Der nächste Schritt ist Schwalbenschwänze bündig hobeln mit der Oberfläche, mit der Schleifmaschine wieder schleifen. Und dann wird das Ganze ziemlich fertig gemacht, diese Seite. Also die mache ich sicher fertig, dann drehe ich es um und dann wird sich um die Beine gekümmert. Also dann tue ich die Beine schleifen, die bleiben so gebogen, wie sie sind. Ich habe da einen alten Tierstock, der ist sicher 200 Jahre alt, ein Eichentierstock. Und dann lasse ich so, wie er ist. Dann würde ich einfach ein bisschen reinigen, ein bisschen schleifen an gewissen Stellen. Und unten einstemmen. Aber wie immer teile ich mir sowas beim Leimen und beim Kitten teile ich mir immer ein, dass über die Mittagspause trocknen kann. Ohne für meine Lieblingssachen nehmen Tischlern ist ja, wie wir alle wissen, das Essen. Also ich habe viele Lieblingsdinge. Aber nach dem Essen druckt es mich immer ein bisschen, weil es sehr viel ist. Das, ich kann mich da nicht so richtig kontrollieren. Das ist wie beim Kit. Ich tue zu viel Kit, beim Leim nehme ich zu viel Leim. Und bei den Schnitzel ist immer einfach zu viel Schnitzel. Aber auch die Beilung. Mahlzeit, bis gleich. Ihr kriegt schon das Essen nicht mit, obwohl das war sehenswert. Mittagspause habe ich erfolgreich absolviert. Jetzt werden wir die Zwingen da wegnehmen und werden wieder Schleifer. Bibi, 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 king, bibi, 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 king.
An vielen Stellen ist da der Leim noch nicht ausgetrocknet. Und wenn ich da jetzt da dann, ich habe da in der Werkstatt jetzt gerade 14 Grad. Und das ist einfach halt, da dauert es ein bisschen länger. Also halten dann auf jeden Fall schon, also die Keile, aber es ist noch nicht hundertprozentig trocken. Der Kitterer, der ist natürlich schon trocken, den werde ich mal bündig schleifen. Und da jetzt der Leim da noch trocknen muss, um nicht meinen Hobel zu verschmutzen, werde ich mich jetzt ein bisschen um die Beine kümmern. Also nicht um meine Beine, wollte ich denen auch ein bisschen Kümmerung brauchen. Also schwer ist gar kein Ausdruck für die... Na, 200 Jahre ist das von mir vorher übertrieben gewesen. Da erkennt man die Schnitte von einer... Ja, ist eine Gattersäge. Eher Bandsäge, würde ich sagen. Dadurch, dass es Bandsägen erst seit 1855 gibt, ist das natürlich noch nicht so alt. Das muss ich natürlich raus, sowas hebe ich mir immer auf. Gesamten Türstock habe ich da gekauft, gebraucht, um 80 Euro, glaube ich. Also die Beschläge waren für mich interessant und auch, dass ich die Balken da habe und schon wieder benutzt. Und das ist das Zweite, was ich habe. 60 hoch circa machen. Jetzt ist er aber da, ist er 12 dick, da brauche ich den dann nicht mehr 48. Und da ist er 11 oder 10 dick. Ich werde euch jetzt schauen, wie ich das dann am besten rausschneide. Da oben ist diese morsche Stelle da. Die werde ich auf jeden Fall wegnehmen. Hier abschneiden. Ich werde es aber trotzdem 60 jetzt lassen oder 65. Lieber schneide ich das dann nochmal nach. Ich habe da gerne ein bisschen Spül und da auch nochmal 65. Dann ist das Teil eigentlich eh großteils heraus. Und hier der zweite. Wo hat der seine Schwächen? Der schaut eigentlich gut aus. Der einen Zapfen da, den würde ich ein bisschen kleiner machen und wir dann eigentlich gleich nutzen. Das würde ich schauen, ob ich es mit der Gashaxe herauskriege. Was tut man, wenn man da so nicht klingt? Ich werde mir das jetzt raustragen und werde es mit der Motorsäge einmal auf die Länge bringen, die ich brauche. Ja, wie eine Handtasche, das taugt mir. Würde ich mir überall so Griff montieren. So, lieber Motorsägengott, bitte, bitte. Natürlich ist die Kette stumpf, natürlich ist das Holz extrem hart. Der Louis Armstrong spielt mit alle Zaum, außer mit uns. Na, 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 mit. Die Motorsäge hat was eingebaut. Das ist ein ganz seltenes Exemplar einer Motorsäge. Wenn ich wieder so stirbt, weil ich den letzten Schnitt gemacht habe, dann rennt es weiter. Stundenlang habe ich schon getestet. Und dann ist mir das im April passiert und dann haben wir gewusst, habe ich es abgedreht. Und wenn ich wieder so war, weiterläuft, dann stirbt so. Und ich habe die gebraucht erworben. Und ich glaube, dass sich der das einbauen hat lassen, diesen Special-Effekt. So, jetzt sind meine Beine einmal grob zugeschnitten, weil ich richte das jetzt einmal her, dass halbwegs ansehnlich werden. Und dann tue ich mich leichter, dann schaue ich mir zwei Seiten, was halbwegs im Winkel sind. Winkelhaken, kurze Kontrolle. Das ist sehr gut. Und die werde ich auch, naja, nicht ganz. Die werde ich aber reindrehen. Und außen würde ich sehen, die nicht geraden Seiten. Der BB King, der spielt mit alle Zaun, außer mit uns. Lulu, 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 lulu
Also mir fällt echt die Idee, wie ich das da gescheit rauskriege. Der Louis Armstrong spielt mit Ole Zaum, außer mit uns. Na 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 na, na na mi mi. Die ist breit, mit der kann ich es da nehmen. Aber das Problem ist, die hat keine Kraft, die wird sich verbrühen. Na 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 na, mi mi, na na na, na 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 na, na na mi mi. Die Nadja Milfeld spielt mit Ole Zaum. Bi 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 bi, a bi bi king, bi bi bi. Ich hab's geschafft. Der ist Teil sind heraus. Bei uns, da sagt man zu deinem ja Gashacks. Ich weiß nicht. Brechstange, glaube ich, sagt man, gell? Ziegenfuß war. War die Gashacks. Gefällt mir sehr gut. Der Louis Armstrong spielt mit Ole Zaum, außer mit uns. Na 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 na, na na mi mi, na na na, na 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 na, na na mi mi. Also ich will die Hacks jetzt einmal alle fertig abschleifen. Nur grob, dass ich ungefähr mal sehe, wie was ist. Schaut euch das an, wie schön das ist. Das ist ja wunderbar. Da würde ich wahrscheinlich einen Holzstift reinleimen, aber ganz am Schluss, weil ich glaube, das ist nicht einmal... Das ist schön, wenn der ein bisschen vorschaut, also wenn der nicht bündig mit der Fläche ist, sondern wenn man da sieht, dass da was ist. Bei solchen Arbeiten muss man einfach individuell mit jedem Holzstück umgehen. Also man muss das, was das Holzstück dir bietet, muss man einfach nutzen und hervorholen. So der die das sehen. Die Beine habe ich jetzt alle grob abgeschliffen. Und das, was da drüber steht von den Zinken, werde ich jetzt mit dem Putzhobel bündig nehmen. Aber da nehme ich. Das ist viel zu viel. Jetzt kann man sich da schon eher was vorstellen. Jetzt ist wieder Bandschleifzeit. Jetzt werdet ihr mal bündig schleifen. Das ist wirklich... Also mir gefällt sowas sehr. Und vor allem, es hat ja einen Nutzen auch. Da sieht man, da ist ein bisschen eventuell zu viel Luft. Da bei der Ecke ein bisschen Luft noch. Aber das wird ja dann alles mit Leim und Staub ein bisschen noch perfektionieren. Jetzt kann man wieder mehrere Schritte drüber schleifen, bis wirklich alles so halbwegs sauber ist. Dann wird noch einmal gekittet und dann ist diese Fläche fertig. Aber der letzte Schliff wird erst gemacht, wenn ich die Füße auf der drüben Seite eingestemmt habe. Wenn nicht, dass ich dann hier irgendwas verletze und ich habe wieder zusätzlich eine Arbeit. Also ich mag es jetzt fertig bis zum finalen Schliff. Aber da lasse ich euch jetzt wieder nicht dabei sein. Das Schleifen ist eine zu intime Angelegenheit für mich. Da bin ich mit dem Holzstück ganz alleine. Jetzt haben wir die Füße da hergestellt und dabei haben wir umprobiert, ob so oder so schöner sind. Jetzt wird der erste Fuß wird hier so sein und die sägeraue Seite bleibt außen. Werde ich mir da mal markieren. Jetzt habe ich da meinen Strich und mein Fuß gehört circa hierher. So, jetzt gehen wir mal zur Bandsäge und schneiden. Schauen wir, wie das wird. Die Bandsäge muss ich natürlich einstellen. Dass ich sowas Hohes schneiden kann. Also ich kann nur sagen, eine Bandsäge ist eine kleine Wunderwaffe. Jetzt habe ich es einmal grob zugeschnitten. Also da. Da ist er nicht. Perfekt. Ganz genau im Winkel. Ich mache nicht jetzt gleich alle Füße gleichzeitig, sondern einen nach dem anderen. Vielleicht wird es einfacher. Fällt mir was ein. Ich werde den Fuß ein bisschen abschneiden mit der Bandsäge. Jetzt habe ich das noch meinen Strich genau ausgerichtet.
den ich da vorher gemacht habe. Jetzt werde ich mir da den Zapfen, jetzt werde ich mir das da anreißen. Jetzt kommt der da rüber mal und das muss ich rausnehmen. Jetzt ist das angezeichnet mit dem Forsterbohrer oder Forst oder wie sie wieder heißt, werde ich da mal vorbohren. Solche Bohrer gibt es auch, die was noch schneiden. Meine schneiden immer. Aber man muss ja sagen, das ist da Eiche Hirnholz. Das muss ich fairerweise schon auch dazu sagen. Ich bin müde, es war viel zu tun. Ich bin müde. Aber den Rest werde ich aber stemmen. Ich habe Hunger, hatte keine Zeit. Ich habe Hunger, hatte keine Zeit. Ich habe Sehnsucht, es ist vorbei. Ich habe Sehnsucht, es ist vorbei. Diese Ecken rundum auf die Kanten da muss ich auf alle eigentlich nicht aufpassen, die werden rundherum abgedeckt. Es ist kalt, das Meer, es ist mehr, mehr, mehr. Flieg, kleines Kind, es ist kalt. Flieg, kleines Kind, es ist kalt. Dank der Druckluft. Öffne die Augen, kannst du sehen. Geht das voll heraus. Öffne die Augen, kannst du sehen. Da hinten stehen wir ein bisschen. Das sieht man gut bei so Zapfen. Dort, wo man ansteht, oder allgemein ergänzende Fläche wird das. 3,5. Es ist kalt, das Meer. Dem scheitert es nicht. Das Meer, es ist kalt, das Meer. Das ist ein professioneller Kampfhammer. Okay, hier ist die meiste Luft. Jetzt brauche ich was, was so hoch ist wie das, dass ich das dann übertragen kann. Das muss ich jetzt alles nachschneiden. Ja, die Frage noch, was passt es ganz genau, wenn nichts genau ist. Aber für das, dass nichts ist, passt es jetzt einmal ganz genau. Jetzt muss ich diese Striche da noch nacharbeiten. Hier kann ich schneiden. Das Meer, es ist kalt, das Meer, es ist Meer. Das Meer, es ist kalt, das Meer, es ist Meer. Es ist müde, es war viel zu tun. Da habe ich jetzt schon, da habe ich noch einen Strich nachgeschnitten. So, und das muss ich stemmen, weil Kurven schneiden ist mir leider nicht möglich. Ich stemme da lieber zu viel weg, wie zu wenig. Also da unterstemmen. Mir geht es nur um den Außenriss, der muss passen. Der Rest ist mir egal, das sieht man nicht. Es hat Sehnsucht, es ist vorbei. Das Meer. Ein wenig unterstemmen, also schief hineinstemmen, damit kein Buckel im Weg ist. Wie man zu den Zapfen sagt, weiß ich nicht. Also, es ist ein eingestemmter Zapfen mit Hindernisparcours. Louis Armstrong spielt mit Ole Zaum, außer mit uns. Na 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 na, na na mi mi, na na na, na 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 na, na na mi mi, na na na, na 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 na, na na mi mi, na na na, na 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 na, na na mi mi. Die Nadja Milfeld spielt mit Ole Zaum, außer mit uns. Okay, so ich glaube, so kann man das jetzt lassen. Jetzt habt ihr gesehen, was alles in Teil 2 zu sehen war. Ich weiß es noch immer nicht.
Denn diese Ansage jetzt gerade, die sage ich auch, bevor ich überhaupt weiß, was geschnitten wird. Also es ist noch komplizierter wie am Anfang. Auf jeden Fall sage ich danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Drückt Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Drückt abonnieren und die Glocke. Abonnieren kostet übrigens überhaupt kein Geld. Wenn euch das dann zu billig ist, könnt ihr mir ruhig mit der Post ein paar Euro schicken, dann kostet Abonnieren Geld. Ansonsten, wenn ihr auf Abonnieren drückt, ist das gratis. Ich sage tschüss, baba, bis nächste Woche und ich rechne weiter. 2 plus 2. Also wunderschöne Arbeit. Die Arbeit, jetzt die Schleifen, ist jetzt nicht die schönste Arbeit, aber wenn man das schleift, was dabei hervorkommt, das ist immer das. Das ist wie wenn man quasi Bäume aufschneidet, also zu Bretter oder Pfosten. Und da sieht man dann auch, am Anfang hast du nur einen Stamm mit der Rinde und später nach dem ersten Schnitt sieht man die Holzmaserung und das ist halt einfach für mich wie ein Kinderüberraschungseröffnen. Ja, also es ist wirklich, es ist eine Freude mit sowas zum Arbeiten. Da passt wieder der Satz, andere gehen die Därme schwimmen und ich darf sowas anschleifen. Aber trotzdem bin ich irgendwie verliebt in die Maschine. Da soll mir irgendjemand eine Arbeit zeigen, die schöner ist wie die. Da gibt's keine.